Lob und Dank unserem Herrn. Er lebt und wir dürfen mit ihm leben. Er gibt uns neue Kraft, während wir auf ihn harren. Und das Hiersein ist ja auch ein Harren auf ihn und tut sein Werk in uns. Ich dachte an eine eigentlich schon etwas längere Zeit. Wir sind ja jetzt in den letzten Tagen. Das heißt, der Kampf wird stärker, die Hitze wird stärker und wir müssen uns wappnen dazu, dass wir durchkommen. Und Gott will ja seine Kinder, seine Söhne zur Herrlichkeit führen, Geschwister. Das ist das, was Gott sich ausgedacht hat, dass er seine Söhne zur Herrlichkeit führt. Und wir sind die Söhne, wir sind wiedergeboren vom Geiste Gottes. Und Gott tut an uns seine Arbeit, damit wir vervollkommnet werden, damit wir vereint werden, damit wir in allem diese Einheit bekommen, diese Einheit auch im Glauben haben, die Erwartung haben gemeinsam und dass das alles eins ist. Und wenn das so ist, Geschwister, dann ist Jesu Gebet in Johannes 17 erhört. Dahin hat er gebetet, damit sie alle eins seien. Und das schließt auch ein, diese Einheit schließt auch ein, wie steht geschrieben im Epheserbrief. Epheser 6 steht: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da will Gott uns hinführen, ein jeden, Geschwister. In der Macht seiner Stärke sollen wir stark sein, in dem Herrn stark sein. Und der Teufel bietet natürlich alles auf, um uns stark zu machen in der Welt, um uns stark zu machen in der Religion. Ich hatte vorhin auch ein Gespräch gehabt im Zug mit einem jungen Mann und er hörte eifrig zu und so weiter. Und dann sagte er aber was, dass er wahrscheinlich war er irgendwie früher mal was anderes, aber dass er zum muslimischen Glauben übergetreten ist. Dann musste ich ihm sagen, ich sage, keine Religion rettet dich, auch die muslimische nicht, nur eine Person. Und wir müssen es den Menschen sagen, Geschwister, denn manche weichen sogar ab, manche haben etwas Besseres und gehen zurück in das Schlechtere. Leider. Aber solange der Mensch lebt, ist noch Zeit da, um mit ihm zu reden, um ihm darauf hinzuweisen, dass er umkehrt. Denn wir selber, es steht im Psalm 116, ein Vers geschrieben, wir selber sind ja aus dem Elend herausgekommen und behalten es deswegen nicht für uns, sondern wie auch ein Prophet gesprochen hat im Geiste, und Gott sprach ja durch diesen Propheten, wenn du sie nicht warnst, wenn du sie nicht ermahnst, die Menschen, dann wird man das Blut von deiner Hand fordern. Also unser Christenleben, unsere Errettung ist nicht etwas, was im Winkel geschieht, etwas, sondern Gott setzt uns auf einen Leuchter, dass wir leuchten, so wie ein Licht hier. Das Licht leuchtet nicht dahin in der Ecke, es leuchtet hier. Und so hat Gott uns gesetzt, dass wir leuchten, dass wir den Menschen den Weg zeigen. Schau, ich bin errettet worden. Psalm 116 steht der Vers. Psalm 116, Vers 8. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet
Das tut Gott, Geschwister. Er rettet uns vom Tod. Es ist so ernst. Der Mensch kann irgendwie andere Gedanken haben, weil er das Leben ansieht und denkt, ach, das Leben ist voller Freude. Es ist sehr, sehr ernst. In Israel zum Beispiel, bei den Juden. Heute habe ich auch gehört, da ist ein Ehepaar in Schomron erschossen worden. Die waren im Auto und die vier Kinder, die sie hatten, die sind jetzt Waisen. Aber des Öfteren hört man auch, wenn die Menschen schwere Dinge durchgehen, aber die Menschen, die tanzen trotzdem in den Straßen und singen Jubellieder und so weiter. Und obwohl sie teilnehmen, es wurde da auch gesagt, Tausende kamen zu dieser Beerdigung. Wenn in Israel, wenn jemand stirbt, dann wird eigentlich so am selben Tag wird der Mensch noch begraben. Und Tausende kamen heute zu diesem Begräbnis. Und doch, das heißt mit anderen Worten, sie verbinden beides. Sie verbinden die Trauer, sie fühlen mit dem, der jetzt da, mit den Verwandten, mit den Kindern, fühlen sie mit und trauern, aber auf der anderen Seite lassen sie sich nicht unterkriegen, sie lassen sich nicht verdrücken, sondern sie sagen, die Freude und wir, die wir jetzt, wenn man das vergleicht, die wir die Freude am Herrn haben, diese Freude, Geschwister, ist so stark, dass selbst wenn Trauer kommt oder selbst wenn Verlust kommt, wie im Habakuk geschrieben steht, ich sah, der Stall ist leer, kein Schaf ist drin und kein Sack Korn, alles leer, alles haben die Feinde geraubt. Und doch, sagt er, doch bist du, Herr, meine Freude. Und David hat es genauso gehabt. Und Paulus auch. Die Freude am Herrn, er sagt, freut euch alle Wege. Ja, auch wenn der Sack Korn weg ist und das Schaf gestohlen ist, freut euch alle Wege, sagt er. Und so versucht es das Volk Israel auch. Wenn man gehört hat, was der Politiker da, der Netanjahu da gesprochen hat, gestern, er hat ja eine ernste Rede gehalten und hat dann innerhalb dieser Rede hat er eine Stille kommen lassen und er hat adressiert die ganzen Völker, die ganzen Vertreter der Völker, die da waren, hat adressiert und hat sie auf etwas hingewiesen und hat etwas erwartet und schaute über eine Minute, vielleicht waren es zwei, ich weiß, eine längere Zeit, war er völlig still und schaute nur rum. Das habe ich noch nie gesehen von einem Politiker, der die ganze Palette der Welt, Regenten sozusagen vor sich hatte und schaut sie an, so ähnlich wie, vergleichbar wie der Pilatus und Jesus wird verurteilt und die Juden stehen unten und schreien, kreuzige ihn und er schaut Jesus an. Und kein Wort kommt von Jesus. Kein Wort. Und so schaute dieser Mann auch das, die Menschen an, die Außenminister und alle, die da versammelt waren, Präsidenten und so weiter. Und sagte ernste Worte. Aber das Schöne ist, er vertraute Gott. Er sagte, selbst wenn hier keiner mitgeht, und nachher sagt er zum Abschluss noch einen Satz, sagt er, es ist nicht nur für Israel, sagt er, es ist für euch, sagt er. Wenn Israel sicher dasteht, das ist zu euch, für euch zum Nutzen. Das ist euer Schutz. Und es ist so wahr, es ist genau mit den Christen. Wir sind praktisch der Schutz der Menschheit. Wir haben ja den Glauben Abrahams und Gott fing ja an, die Verheißung zu geben dem Abraham und Abraham hat über 400 Jahre vor Mose gelebt, bevor das Gesetz Mose kam, hat Gott Abraham
Verheißungen gegeben für ferne Zeit und hat gesagt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Das heißt mit anderen Worten, hör her, mit anderen Worten, bevor Israel noch zum Segen bestimmt war, hat Gott schon die Heiden bestimmt. Ich überlegte das. Wenn du das einem Juden heute sagst, manche brüsten sich, ja, ich bin Jude. Dann sagst du, schau, Gott hat zu Abraham gesprochen, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Noch 400 Jahre bevor Mose das Gesetz gegeben hat. Damit kann man gewaltig ihren Mund stopfen. Gewaltig. Denn da merken sie erst, es dreht sich hier nicht um Halten eines Gesetzes, was 430 Jahre später erst kam, sondern es dreht sich hier um den Glauben, den Gott ehrt. Und den Glauben, den Abraham hatte. Und den Gehorsam, den Abraham hatte. Weil das bringt der Glaube mit sich. Und das ist die Sache. Und das ist die Sache. Und die geht bis heute. Es ist nicht der Buchstabe. Geschwister, du kannst auf einem theologischen Seminar gewesen sein und 7 Jahre studiert haben und Professor der Theologie sein. Was bringt dir das? Bringt dir das etwas? Nein, es ist der Glaube. Und der Glaube kommt durch den Geist. Der Geist macht lebendig. Der Geist gibt den Glauben. Mit dem Wort kannst du die Menschen betrügen. Du kannst reden wie der Teufel. Sollte Gott gesagt haben, er kommt mit Gottes Wort. Die Menschen kommen mit Gottes Wort und sind doch Lügner. Warum? Du spürst es bald. Da ist nicht der Geist Jesu Christi. Der Geist, da ist nicht die Salbung da. Geschwister, lasst uns die Salbung begehren, damit wir sicher gehen. Damit wir nicht durchs Wort betrogen werden. Keiner von uns. Wir sind alle in Gefahr. Die Ältesten, die sind auch in Berührung mit vielen Menschen. Jeder. Wir müssen alle prüfen. Und die erste Christenheit, die hat geprüft anhand des Geistes. Weil oft hatten die noch gar keine Bibel. Verstehst du? Die hatten nur das Gesetz Mose. Die hatten von Abraham die Aussprüche. Gott will segnen. Und was hatten sie sonst? Eine Bibel? Nein. Die Bibel kam erst im 3. Jahrhundert oder 2. oder 3. Jahrhundert. Das heißt, sie mussten auf eine andere Instanz ausweichen und das war der Geist. Und der Geist ist untrüglich. Der Geist ist was Sicheres. Weil wir kommen in Zeiten hinein, wo viel Betrug geschieht. Und da brauchen wir diese Unterscheidung, da brauchen wir den Geist, der Geisterunterscheidung, damit wir erkennen, das ist Wahrheit, der Bruder ist in Wahrheit und der Bruder, da musst du vorsichtig sein. Das ist leider so, Paulus war schon, sagte, unter vielen verkehrten Brüdern, aber ich will da eigentlich nicht weitermachen, ich wollte auf etwas anderes hinaus und zwar auf im Römerbrief steht geschrieben von dem Widersacher und dass wir da unser Augenmerk drauf richten. Römer Kapitel 1 steht im Wort geschrieben. Römer Kapitel 1 Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, durch Lüge aufhalten. Und das ist es, Geschwister, was wir dem wir begegnen und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir Menschen begegnen, dem Widersacher begegnen, der Menschen benutzt, aber auch selber kommt als Dämon oder er selber, der Satan, und flüstert in unser Ohr, so wie er zu Jesus gesprochen hat.
mach so und so, fall vor mir nieder und so weiter. Das ist eine Gefahr, Geschwister, in der wir stehen. Und das heißt mit anderen Worten, wir sind in Gefahr, und zwar in solch einer Gefahr, wie das da auch jetzt in Syrien abläuft, dass die Menschen weglaufen von dem Land, weil sie wollen nicht ihr Leben verlieren, sie wollen am Leben bleiben, sie fliehen aus dem Land. Es ist Krieg in dem Land. Wir haben Gott sei Dank Frieden hier, aber dieser Frieden ist nur äußerlich. Krieg ist da, Geschwister. Der Teufel ist hier. Er ist wirksam in Deutschland. Und da sagt der Apostel im Epheserbrief Kapitel 6, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Damit ihr, sehen wir, Geschwister, wir sind gemeint. Wir, damit ihr standhalten könnt. Das heißt, du und ich, ich und du, wir werden angelaufen von einem Widersacher, von bösen Menschen. Und da sollen wir standhalten. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen den Geist Gottes, um Durchblick zu haben, um richtig zu reagieren, nicht um böse zu reagieren, um menschlich. Es steht ja auch weiter geschrieben, Vers 12, Epheser 6, 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, dass wir ja nicht in so ein Gerangel kommen, boxen, ringen und so weiter, schlagen und so eine Dinge. Das ist ein Gerangel im Fleisch. Und das ist absolut nicht der Wille Gottes. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Geschwister, das ist das, was Not tut, jetzt in diesen Tagen. Dass wir uns rüsten, dass wir standhalten und unseren Kampf richten. Ja, wie sollen wir kämpfen, Geschwister? Wie sollen wir kämpfen? Was haben wir gelernt? Wir ist, wie die Ermahnung ja hier sagt, wir sollen im Geiste, wir sollen geistlich kämpfen. Gegen unsichtbare Herrschaften. Das muss unser Blickfeld sein. Wir sehen diese Geistesmächte ja nicht, aber wir spüren sie. Wir haben eine Seele, wir fühlen, oh, es ist schrecklich, diese Atmosphäre jetzt zum Beispiel. Und da ist der Teufel wirksam. Und ich oft, wenn ich merke, jetzt kommt eine schreckliche Atmosphäre auf, dann habe ich schon gelernt, dass ich in Zungen bete. Einfach in Zungen bete. Und wer noch nicht in Zungen beten kann, Geschwister, der bitte Gott, dass Gott ihn tauft mit dem Heiligen Geist, damit er in Zungen beten kann. Es braucht nicht die Zunge sein in der Gemeinde, die ausgelegt wird zur Erbauung, sondern die Zunge für dich selber, die erste Zunge, die du kriegst, und preist Gott damit, und er hört dich, er versteht dich. Er versteht diese Zunge. Und die Zunge kannst du mitnehmen bis an dein Lebensende. Und was bringt dir diese Zunge? Sie bringt dir, wer in Zungen redet, erbaut sich selber. Du erbaust dich selber. Und der Teufel und seine Dämonen und die bösen Menschen, die einen anderen Geist haben, die spüren diese Macht in diesem Zungenbeten. Aber ich bete nicht laut dann. Ich bete innerlich, bete ich in Zungen. Und das spüren die. Stell dir vor, das spüren die. Und werden stille und werden sanftmütig und so weiter. Diese Waffe hat Gott uns gegeben. Hast du sie? Gebrauchst du sie?
Sei klug und nimm doch. Nimm, du brauchst es. Wir brauchen es. Es steht einmal von Paulus, sagt er, kämpfe den guten Kampf. Und ich, Paulus, sagte, ich verkündige oder ich botschafte. Und dann in Ketten. Ich botschafte in Ketten. In Ketten war dieser Mann und war trotzdem Botschafter. Wer kann da mithalten? Das hat dieser Mann demonstriert. Und dann hat sich Gott bekannt dazu? Des Öfteren. Einem hat er sich so gewaltig bekannt, dass das Gebäude gesprengt wurde gewissermaßen, die Eisenriegel wegfielen, die Türen sich öffneten. So eine Macht ist, Geschwister, in diesem Kampfgeist und in dieser Waffe des Zungenbetens. Werde wach, höre, nimm, du brauchst es. Und diese, wie gesagt, diese Finsternismächte, die da in dem Lufthimmel herrschen, die Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, Geschwister, wir sind in diesem Kampf. Und wir wollen uns behaupten, wir wollen stark sein im Herrn, wir wollen standhaft sein, uns nicht wegschieben lassen, von keiner Macht. Es war auch eindrücklich, wie der Netanjahu da gesprochen hat, und keine Macht, er hat kein Deut des Zweifels gelassen. Er hat gesagt, und die haben gesagt, in so und so vielen Jahren, 2025 wird Israel vergessen sein, es wird von der Landkarte weggefegt sein, niemand wird mehr daran denken. Und der Mann stand hin und hat gesagt, hat dann genau das Gegenteil bewiesen, hat gesagt, so und so und so, geh doch, schau doch, wie es geführt wird. Es wird genau das Gegenteil. Die schlagen sich die Schädel ein, die Syrer, die Moslems und die Christen werden Israel wird stärker und stärker und stärker, und er hat es zwar nicht erwähnt, sonst wären die vielleicht auf die Palme gegangen, weil das wie von David geschrieben steht, dass die beste Zeit für Israel wird kommen. Bis jetzt ist Israel ja immer wegen den Sünden so in Druck gewesen und verstreut gewesen. Aber die beste Zeit, Geschwister, kommt für Israel. So wie für uns die beste Zeit kommt. Paulus spricht davon und sagt, wenn wir jetzt nur auf dieses Leben hofften als Christen, wir wären die elendsten Menschen, sagt er. Vergess es. Aber weil wir solche Hoffnung haben, mehr wie Israel, viel mehr. Unsere Erwartung ist auf die Stadt da droben, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Die Juden hoffen auf Israel, auf ein Land, auf Jerusalem hoffen die. Und Gott lässt es zu. Gott gibt ihnen die siebte Jahrwoche noch. Gott lässt es zu. Geschwister, wir sehen, aber ich habe das nur erwähnt mit dem Netanjahu, mit dem Haupt dort von Israel. Er ist kein Millimeter gewichen. Er sagte, wir gehen vorwärts und keiner wird uns hindern daran. Keiner. Und auch nicht die großen Nationen, Russland, Amerika und so weiter. Keine. Auf was hat er sich verlassen? Auf so ein kleines Volk da? Nein, er hat auch etwas erwähnt von Propheten, vom heiligen Wort Gottes. Also er hat einen Stand eingenommen, einen Glaubensstand. Und so sollen wir auch, Geschwister. Man kann immer denken, ja, warum hörst du davon? Warum erzählt dir jemand davon? Warum siehst du sowas? Weil da eine Belehrung drin ist. Weil da eine Ermunterung drin ist. Ein Hinweis, wie Paulus sagt, solche Dinge sind mit Israel geschehen, im Korintherbrief sagt er, uns zur Belehrung. Und das galt nicht nur vor 2000 Jahren mit Israel. Uns zur Belehrung.
was heute geschieht, was gestern geschieht, was morgen geschieht mit Israel, uns zur Belehrung. Geschwister, da kriegst du Feuer, wenn du das erkennst. Dann wirst du dynamisch. Wenn das so geht, weil das siehst du die Zukunft lebendig, wie es kommen wird. Und das sind ja gewaltige Dinge, weil keinem anderen Volk wird das Reich gegeben. Keinem anderen Volk, sagt da Daniel, als wie den Heiligen. Die Heiligen kriegen das Reich. Nicht Israel, nicht Amerika, nicht Griechenland, nicht Deutschland. Die Heiligen kriegen das Reich. Die Heiligen, lasst uns heilig sein, Geschwister. Lasst uns gläubig sein wie Abraham. Lasst uns gehorsam sein. Was zeichnete Abraham aus? Er war gehorsam. Dieser Stimme war er gehorsam. Diesem Geist war er gehorsam. Gott hat ihm da nicht einen Zettel zugeschoben, ein Wort, Buchstaben. Gott redet zu ihm durch den Geist. Und er gehorchte. Geschwister, lasst uns gehorchen, lasst uns hören auf Gott. Und wenn wir willig sind, keiner sage, du, ich höre Gott nicht, keiner sage so. Weil jeder, der willig ist und sagt, lieber Gott, ich will deine Stimme hören. Und dann geht er natürlich nicht irgendwo hin, an einen belebten Platz, um jetzt, sagen wir mal, da auf dem Cannstatter Wasen, wo ein Remi-Demi ist und Lichtreklamen und Knallen und was weiß ich nicht alles für Geräusche sind. Geschrei, Betrunkene, all sowas. Da geht er nicht hin, der Mensch. Sondern er geht genau woanders hin, wo es ruhig ist. Herr, wo kann ich deine Stimme hören? Ah, da im Winkel, da in der Wüste. Da in der Wüste offenbarst du dich. Da auf der Wiese offenbarst du dich. Jesus, wo gingst du hin? Er ging in den Garten Gethsemane. Gethsemane, das heißt da, wo das Öl gepresst wird. Da ging er hin. Da unter die Olivenbäume. Ganz alte, wenn du heute siehst, da 2.000, 3.000 Jahre alte Bäume. So einen Umfang haben die. Ganz alte Wurzeln. Da ging er hin, wo es ruhig war und betete, um Gottes Stimme zu hören. Sei klug. Ob jung, ob alt, lass uns klug werden, Geschwister. Das kannst du mitnehmen, was Gott zu dir da redet. Wenn du das umsetzt, was Gott in seiner Treue dann zu dir redet, du wirst großen Gewinn haben. Du wirst es nie bereuen. Du wirst glücklich sein und sagen, das war wunderbar, das mache ich wieder. Und dann hast du schon zwei und dann sagst du, das mache ich wieder. Und hörst auf Gott und Gott segnet dich und führt dich. Und wenn wir alle so geführt werden, Geschwister, in Einheit und hören Gottes Stimme, was denkt ihr, was für eine Macht das wird in der Gemeinde? Und das wird auch nach draußen hin bekannt werden. Die hören Gottes Stimme. Die folgen Gottes Stimme. Das ist ansprechend, das ist mutmachend. Es steht ein Wort geschrieben im Lukas Evangelium, das hatte ich schon erwähnt, aber wir müssen ernst machen. Das heißt, wir müssen es im Glauben erfassen können und dann damit umgehen. Das steht im Lukas Kapitel 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht. Siehst du, Gott gibt uns, ich gebe euch die Vollmacht. Er sprach natürlich zu den Jüngern, zu den Aposteln. Aber was hat er zu den Aposteln gesagt? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und alles, was ich euch befohlen habe, das lehrt sie, die Menschen, sprich uns, die wir jetzt leben. Das lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und das hat er befohlen. Dass er Macht gegeben hat, Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten
Schlangen sind nicht gleich Schlangen, sondern Schlangen sind, können Menschen sein. Lügnerische Menschen, Geschwister. Und wie kann ich treten auf sie? Wie kann ich auf lügnerische Menschen treten, Geschwister? Was? Ich trete auf die Schlangen, indem ich in Zungen bete. Stärker kannst du nicht treten auf diese Mächte. Diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten, sagt Jesus. Das heißt, man tritt auf diese Schlangen drauf. Und Fasten und Beten, und damit ist natürlich auch Zungengebet gemeint. Alles Gebet. Und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Die Verheißung gilt dir und mir, Geschwister. Nichts soll dir schaden, wenn du mit Gott bist im Bunde. Wenn du glaubst an dieses hier, an diese Worte Jesu, an die Gewalt über die Feinde, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Gott hat uns Macht gegeben, alle Gewalt des Feindes unter unsere Füße zu bringen. Geschwister, es fängt immer im Glauben an. Wenn du glaubst dieses Wort und hast dieses Wort und behältst es und lässt es dir nicht rauben, im Glauben fängt es an. Wer hat, dem wird gegeben. Was wird dir dann gegeben, wenn du glaubst das Wort? Dir wird gegeben, dass du es erlebst. Verstehst du? Du hast etwas im Glauben, aber dir fehlt noch was. Du möchtest es erleben, du möchtest es greifbar haben. Und das, wer hat, dem wird gegeben, dem wird das Greifbare gegeben. Da ein anderes Wort Gottes im Markus-Evangelium steht so geschrieben. Sagt er, wenn du glaubst und vertraust und lässt dich nicht berauben deines Glaubens, dieses Glaubenswortes, sondern hältst fest daran, auch wenn der Böse, der Widersacher kommt und höhnt und lästert und gibt's nicht und siehst doch, hast du was? Hast du was in den Händen? Und du musst sagen, nein, ich habe noch nichts. Aber ich glaube. Und deswegen kommt, ich werde es haben. Ich werde bekommen, was ich glaube. So geht es immer ab, Geschwister, mit jedem Wort Gottes, mit jeder Verheißung. Du hast, und wer da hat, dem wird gegeben. Nämlich das Sichtbare. Willst du das? Ehrlich, sag, willst du das? Willst du das Sichtbare haben? Oder willst du nur immer im Glauben und dann wieder zweifeln und dann wieder sagen, ja, aber so steht es geschrieben. Und dann zweifelst du wieder und sprichst nicht weiter im Glauben aus. Wie willst du es haben? Dir wird es nicht gegeben. Aber wer da hat und glaubt und lässt sich nicht abbringen davon vom Glauben, obwohl er noch nicht hat, den zweiten Teil, wer da hat, dem wird gegeben. Nimm es mit. In jedem Wort Gottes wirst du es so erleben. Das ist der Weg, Geschwister. Im Glauben haben und dann noch einmal haben. Doppelt haben. Und dann schließe ich mit einem Wort aus. Wir sind ja jetzt im Endkampf und wir halten das Böse auf. Und wir halten es so lange auf, wie unsere Zeit ist in der Vorbereitung mit Gott. Und dann holt er uns heim durch den Heiligen Geist. Der Geist ist weg hier von dieser Erde und dann kommt das große Unheil auf die Erde, Geschwister. Wir halten es auf jetzt. Der es jetzt aufhält, das Böse, der muss zuvor hinweggetan werden. Und da steht geschrieben im 2. Korintherbrief, im 10. Kapitel, Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören. Merkst du? Vernunftsschlüsse, das sind unsichtbare Dinge. Das ist ein Kampf, ein Geisteskampf hier, der entbrannt ist. Unsichtbare Dinge. Und doch beginnt es da. Das heißt, Gott setzt dich da ein, wo die Hauptschlacht stattfindet, wo die Vernunftsschlüsse geschehen. Da setzt Gott uns ein, Geschwister. Und wie setzt er uns da ein? Indem man hier vorne steht und hier von oben runter predigt, setzt Gott uns so ein? Ist das Vernunftsschlüsse? Ein bisschen könnte es mit reinspielen, aber ich minze es mehr auf Gebet. Auf Gebet, da zeigt dir Gott, da ist ein Vernunftsschluss, der ist verkehrt, der macht kaputt. Und der Bruder und die Schwester, die ist darunter gebunden, gefangen. Zerstöre sie, reiß die Ketten weg, damit die Seele freigesetzt ist. Wir reißen Vernunftsschlüsse, Geschwister. Das ist unser Kampf. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da habe ich Tag und Nacht Arbeit, Geschwister. Da sehe ich Tag und Nacht Arbeit. Die eigenen Vernunftsschlüsse gefangen nehmen, alles unter den Gehorsam Christi zu bringen. Das sehe ich Tag und Nacht Arbeit. Der Herr, helfe uns, segne uns, begeistere uns für diesen Weg, für diesen heiligen Geist.